Die Fische. Hollywood ist wohl die Stadt mit der größten Anzahl von Fischeeinwohnern. Sie sind die Künstler und typischen Schauspieler. Ihr größtes Talent ist es, emotionale Strömungen und Empfindungen wie mit einem Radar aufzuspüren und umsetzen zu können. Sie können sich mühelos in einen anderen Menschen hineinversetzen und seine Beweggründe verstehen. Manchmal erinnert der Fischegeborene an einen Schwarm hunderter glänzender Fischleiber und es ist schwer auszumachen, wo der einzelne Fisch sich befindet. Die Grenzen verschwimmen und das ist das Problem des Fisches. Es fällt ihm schwer, sich abzugrenzen und hat manchmal in einer Partnerschaft Probleme, seine Identität nicht aufzugeben. Leider kennt der Fisch auch seine Grenzen nicht, wenn es um Genüsse geht. Er kann trinken, bis er sternhagelvoll ist, essen, bis er das Gefühl hat zu platzen, in der Badewanne liegen, bis die Haut verschrumpelt und feiern bis zum Umfallen. Der Fisch hat ein großes, mitfühlendes Herz und muss immer ein wenig auf der Hut sein, nicht ausgenutzt oder betrogen zu werden, sowohl in emotionaler als auch materieller Weise. Wurde seine mitfühlende Art wieder einmal ausgenutzt, so nimmt er das mit Gelassenheit und Gleichmut hin und wird auch das nächste Mal wieder ein offenes Ohr oder Portemonnaie haben. Auch Schicksalsschläge, Unfälle und Krankheiten nehmen sie mit stoischer Ruhe hin. Warum sich aufregen, wenn man es doch nicht ändern kann? Dabei sind sie sehr sensibel und leicht zu verletzen. Der Fisch neigt zur Passivität und ordnet sich zu oft widerstandslos unter. Ob ihm der Chef noch ein paar Extraaufgaben überträgt, ihn der Partner schikaniert oder ein Freund seine Zeit verplant. Es dauert sehr lange, bis dem Fisch die Hutschnur platzt. Ein reiches Innenleben und viel Fantasie sind die treuen Begleiter des Fisches. Idealerweise findet der Fisch in der Kreativität, in dem künstlerischen Gestalten oder Dekorieren seiner Wohnung ein Ventil. Um dem täglichen Einerlei und seinen Verpflichtungen nachzukommen, trainiert er sich eine eiserne Disziplin an, die er sich nur im Urlaub oder am Wochenende erlaubt abzustreifen. Sonst könnte es sein, dass man den angekündigten Besuch auf dem Bahnhof stehen lässt, weil man ihn schlichtweg vergessen hat. Und warum sehen die Blumen nur so schlapp aus? Der Fisch kann sehr spontan sein und ist eher vor dem Last-Minute-Schalter am Flughafen anzutreffen, als bei der genauen Austüftelung eines Urlaubs, der erst in einem Jahr stattfinden soll. Fische interessieren sich sehr für Mystik und das Übersinnliche. Seancen, Astrologie, Pendeln, UFOs oder Fabelwesen. Auch Märchen und Fantasy-Lektüre sprechen die übersinnliche Seite des Fisches an. Sie sind neugierig geworden? Sie möchten auch etwas über die Charaktere Ihrer lieben Mitmenschen erfahren? Dann klicken Sie auf den hier aufgeführten Link oder Sie besuchen uns unter www.mental-shop24.de.